Hallo. Ja, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Together Stabönchen. Ne? Stabound. Und der Gino ist auch wieder dabei. Es könnte möglich sein, dass wir zwischendurch jetzt mal jemanden hier in die Skype-Konfi reinkriegen. Wir haben jetzt einfach mal eine Person reingezogen, der wollte jetzt aber erst nicht, aber. Den kennt ihr? Den kennt ihr nicht? Den kennt ihr? Den kennt ihr nicht? Den kennt ihr? Den kennt ihr nicht? Den muss man kennen. Wenn man diese Person nicht kennt, dann, ne, also dann aber, dann, dann ist aber hier Diese Tabula Person, rasa. Leute, sich hinter sich stellen, sich bücken und die dann die da Flappe. Dann würde ich das machen. So, wir haben noch was ganz Wichtiges zu gedingsen, also zu tun und so, weiß Bescheid. Wo war denn jetzt? Der war, glaube ich, hier, ne? Genau, da ist der Ozeanplanet. Wir haben uns nämlich mal ein bisschen schlau geguckt und schlau gelesen. Ja. Wir haben einen schlafenden Hasen da vorne sitzen. Hasenbraten. Oh, lecker, schön aller Schnitzel. So. Ich weiß nicht. Ich quaret nicht. Hier noch ein bisschen Fuel rein, bam. Zack. Schöne Capri-Sonne, Multivitamin. Multivitamin. Sind die Vitamine für den kleinen Mann. Ich muss ganz schnell weg. Hauptsache synchron runtergehen. So, gehst du links, ich rechts. Ich hab die ganze Welt abgerastet. Das könnte sein, dass er die unter die Wasser. Die unter die Wasser, Junge. Alter! Die unter Wasser sind, Junge. Verstehst du? Oder sind das Unter da, Wasser? diese. Die Bäume? Hier ist eine Zweihandwaffe mit 203 DPS. Aber ich glaube, Okay. die ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, obwohl ich 253 DPS habe. Ich nehme die mal mit. Gönn dir, Junge, gönn dir. Ich geh erstmal tauchen. Mach mal. Ach, hier mit Blubberblasen. Ach, ist das süß. Ich bin auf dem Boden der Tatsachen angekommen und. Oh. Ja, läuft soweit ganz gut. Aber ich glaube, ich werde dann doch wieder auf die andere Waffe wechseln. Soll ich mich auch zur Vorsicht runtergedingsen? Versuch's. Ist das die hier? Alles klar, ich kann dir sagen, was Kelplings sind. Okay, ich komm schon Wenn, wenn, runter. komm erstmal runter, dann zeige ich sie dir. Das sieht halt so ähnlich wie Bäume, nur dass das halt, ne, Sträucher sind. Ja, ich bin auf dem Weg. Gestapelt. Ach, hier sind das vielleicht diese komischen Dinger? Warte mal. Kannst du abbauen. Ah. Yeah, ich hab's, ich hab's. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Baby, Ich yeah. brauche ein 400 Stück. Ich komme jetzt einfach mal so in deine Richtung rüber. Was schätzt du, wie lange dauert das, bis wir hier das komplette Wasser weggesogen haben? Schaffen wir das überhaupt? Bestimmt. Mach Und mal dann muss vor. und dann muss ich mal ganz dann muss ich mal für Affen. Ja. Und pinkel alles wieder voll. So, also 300 von diesen Dingern brauchen wir, ne? Boah, müssen wir 600? Ja, 300. Vielleicht insgesamt 600. Naja, selbst wenn es nicht reichen sollte, dann fliegen. Hupsala. Dann fliegen wir noch mal kurz auf einen anderen Dingsplaneten. Ist doch scheißegal. Hi! Schauplatz. Nun doch. Komm, gönn dir. So. Ich dachte, ich geb dir mal was ab. Bin ja nicht so. Oh, hier, lecker. Fischragout. Die machen einen Schaden. Alter, die machen einen Schaden. Wo kommt der Schaden her? Er hat einen Schaden oder was? Ah, hier, das ist übrigens diese neue Waffe, die ich gefunden habe. Sieht scheiße aus, ne?
Sie hat sich auch die Blubberblase, eine Blase. Was? Ich glaube, meine macht nur ein bisschen mehr Schaden jetzt. Ich weiß, dass du uns Schaden hast. Das weiß ich, das brauchst du mir nicht sagen. Stimmt, ich könnte Anja auch mal diesen Manipulator-Dings dafür nehmen, nicht hier die Spitzhacke. Das ist ja rausgeschmissenes Material! Rausgeschmissene Spitzhacke. Ja. Auch. So kann man es auch nennen. Boah, ist der lang. Was? Das ist ein überdimensionaler großer Baum. Ich hab gesagt Baum! Nichts anderes. Feld. Busch. Was? Mamuschka. Was? Verona Feldbusch? Ich nehme mal die Kohle mit. Okay. Ich dachte, ich mach's einfach mal. Ich muss nämlich bald wieder Fackeln craften. Da fackeln wir. Nicht lange. Ich habe noch 80 Fackeln mit. Und noch wie viel Kohle? 200. Den Kohletechnik ganz um auf. So, ich komme ja mal hinterher. Hallo! Geh weg. Oh, bin ja schon weg. Tschüssi! Gut. Hauserin! Ich habe jetzt schon 300 Kelp gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Warte mal, ich gucke gleich mal kurz nach. 220 habe ich jetzt. Och, na ja. Aber diese Oshrooms, die gefallen mir auch sehr gut. Die hier unten sind. Ich will aber genau 300 haben. Und schmeiß welche weg. Zack, genau 300. Hier, du kriegst von mir 32. Mir reichen 8. Oh, danke. Ist ja vielleicht unten noch eine Kiste? Ich gucke noch mal ganz kurz. Ich bin ja mal ein bisschen neugierig. Ich bin da mal neugierig. Och, Kacke. Was denn? Es ist hier oben noch Land. Hast du geschissen oder was? Ja, tut mir leid. Oh, 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 oh. Was willst du denn? Ich brauchte mal eine Waffe. Ich brauchte mal eine Waffe. Burger wieder ein. Piep. Ich habe einen Rahfisch gefunden. Ein Rahfisch? Ein Rahfick? Ein Rahfick. So. Oh, Alter, ich hab's gut abgepasst. Ich bin genau da rausgekommen, wo Wasser ist. Also, wo kein Dings ist. Ich hab Soundbox. Warum? Du kannst doch das Geräusch beim runterporten, ne? Ja. Genau das habe ich jetzt die ganze Zeit. Okay. Oh, jetzt nicht mehr. Ach hier. Ach hier, I'm a Skateman. So, ich werde mich jetzt erstmal hochbeamen, weil ich nämlich fast schon wieder tot bin. Es hat sich gerade so angehört, als wenn irgendwie eine Taste wieder gedrückt wird am Telefon. Ja. So. Gut, das hätten wir auch. Dann können wir wieder zurück. Na los. Hallo? Irgendwie wollte gerade meine Maus nicht. Das ist die Maus. So, 456 Fuel haben wir jetzt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich in dieser Folge eigentlich dann nochmal zu einem ganz anderen Planeten hinfliegen. Radioactive Man. Hörst du mir zu? Ja, anderen Planeten. Danke. Bitte. Oh, toll. Darauf ein Schluck Capri-Sonne. Ja, Leute, ich trinke Capri-Sonne. Als fast 29-Jähriger. Darauf ein Schluck warme Milch. Oh, jetzt ein warmes Bier. Boah, nee. Mit Pfeffer. Boah. Nein. Ist klar. Synchron. Ja, ist ein Wunder, dass das Ding nicht abstürzt. Huch. Bin aber weg. So,
Wo können wir denn die Aufgabe abgeben? Das war doch gleich hier vorne, oder? Nein, das war ganz hinten durch. Scheiße. Ich habe gerade nur 7, 8, 9 Frames. So, wir haben jetzt irgendwas im Sale wieder freigeschaltet. Mir schwant Böses. Im Sale? Nanoskin. Gibt's eine neue Mission? Sieht so aus. Ich muss mal nachgucken. Hier oben ist eine neue. Was? Ganz oben ist eine neue Mission. Mensch, wir auf... Aua. Ah, Hilfe. Du hast... Mädel, ich hab dich vorhin angesprochen. Da hattest du noch nichts. Was war das denn? Floran would like to know if you like to visit... Was? To visit... Floran? Party? Floran will give you coordinates if you prove to Floran you are tough enough. Show Floran some Durasteel armor. And Floran will tell you where you go. Where to go. Ja, machen wir. Klar. Ist auf jeden Fall ein Nanoskin freigeschaltet, aber... Autsch! Ich hab mich verletzt. Oh, ich bin fast tot. Schade. Halt die Schnauze, ey. Was? Ich hab dich genau gehört. Das war nicht ich. Das war mein Charakter. Junge. Ach, dein Charakter ist einfach scheiße, ne? Gut, okay, hab ich's jetzt auch. Ja. Ja. Gut. Ich, ja. Gut. Ist okay. Also, was können wir uns jetzt craften? Wieso? Repeat Dreadwing. Habe ich jetzt hier... Der ist dauernd dran noch, ja klar. Ach so, warte mal, bei dem anderen steht ja auch Repeat. Das heißt, da brauche ich gar nichts mehr machen, dann ist er ja schon erledigt. Ich dachte nur, weil du den ja alleine erledigt hattest. Nein, nein. So. Wir brauchen jetzt 10 Uranium Rods und 10 Titanium Bars. Um das, die, das Schiff wieder zu upgraden. Aha. Das heißt, ich suche jetzt einfach mal einen anderen Planeten raus. Oder nicht? Und der Planet müsste eigentlich jetzt, wie ich gesagt habe eben, ein radioactive Planet sein. Radioaktiv. Mhm. Ach hier, warte mal. Hier ist Epsilon KX Lib Majoris. Das ist ein radioaktiver Star. Warte mal. Dann gucken wir doch einfach mal. Nehmen wir gleich mal den ersten hier. Was haben wir denn da für ein Planet? Planet ist covered in poisonous oceans. High levels of radiation. Non-breathable atmosphere. Und der ist covered in snow. Und das ist ein Eisplanet. Nö, ich finde den ersten gut. Also den mit Poisonous Oceans? Ja, ja. Okay. 205 Fuel kostet das. Ja, aber da müssen wir halt eventuell unsere Uranium-Sachen bekommen. Okay. Weil, du weißt, radioaktiv hat meistens immer Uran. Ja, ist schon richtig. Wo kann man eigentlich diese Durasteel-Dinger jetzt herstellen? Weißt du das schon? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt gehe ich an die Refinery. Ich bin ja auch ganz schlau. Auf jeden Fall werde ich mir erstmal ein paar Spitzhacken machen. Und hier werde ich abgeben. Oh. Ich sehe hier gerade, wir können uns jetzt neue Helme herstellen. Dafür brauchen wir 12 Iron Bars, 20 Monster Plates, einen Meta Block und 6 Gold Bars. Wo siehst du denn das? An der Metal Workstation. Metal Workstation. Das ist der Need Welder's Helmet. Der ist ganz, fast ganz oben. Also Handy, Space Helmet und dann so Need Welder. Sind genau. Die aber besser als unsere? Das sieht so aus. Nein. Nicht? Nein. Wir haben 35 Verteidigung, die sind schlechter. Ach so. Bist ja, gut, du? Ich kann mich auch mal vertun. Das tut mir leid. Ich sag da mal, Lebewohl.
Nein, wartet doch nochmal. Wollen wir okay. uns nicht erstmal hier zwei vernünftige Waffen herstellen für uns beide? Hier, mit Titanium-Bars. Weil Titanium können wir immer noch sammeln, dass wir erstmal hier vernünftige Angriffswaffen haben. Könnten wir machen eigentlich. Dann machen wir das doch. Warte mal, sag mir mal ganz kurz, wie viel deine diese Brustplattform, wie viel Rüstung hat die? 60. Und Blitz? Blitz. Also was da unter ist, dieser grüne Blitz. Achso, du meinst Energie, 70. 70 und Herz 30? 30. Gut, dann haben wir die dann doch schon. Habe ich die jetzt verwechselt. Da brauchen wir Level 3 für, aber müsste doch eigentlich schon gehen. Dafür brauchen wir 16 Titanium Bars. Ich habe nämlich ein Wingdinger XL, so ein Broadsword. Mhm. Mit 277 DPS. Okay. Der normale Wingdinger hat 244. Ja. Sollen wir dann die herstellen eben? Würde ich mal sagen, ne? Ja, dann schmelze ich eben schnell ein paar Titanium ein. Ich brich 32. Das ist ganz lieb von dir. Ich weiß. Trotzdem kriegst du nichts ab. Danke. Nein, komm. Was war das? Da. Aber wenn wir uns jetzt hier diese ganz normalen machen würden, die haben, also ich sag mal hier dieser The Early Bird, das ist eine Speerwaffe, die hat 274 Schaden, aber jetzt so langsam müssen wir ja mal ein bisschen was hier draufsetzen, ne? Zack. Big Ape Handel? Das ist der gleiche. Was halt wegen Affe. Moment. Wo ist denn die Waffe jetzt hin? Ach, hier. 277, genau. So. Genau, dann kann nämlich diese 203er Waffe, die kann weg. Und die 253er, die behalte ich dann nochmal als Ersatz. Dann kann nämlich die 186er auch schon mal weg. Immer ein bisschen aufräumen hier, ne? Davor mache ich noch ein paar Bandage. Bandage. Hast du genug Plant Fibers? Ja. Jut. Hast du genug? Ich habe jetzt noch 63 Bandagen und Plant Fibers habe ich 213. Was, da haben wir alle genug. So, ich brauche jetzt noch mal ein paar Spitzhacken und ich müsste eigentlich erstmal mein Inventar aufräumen. Aha. Haben wir in den Kisten hier oben noch Platz? Oben ja, ein bisschen. Ah, sehr gut. Das heißt, wir da jetzt soweit erstmal das reinpacken, was geht. Und was geht. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wofür wir dieses Circuit Board brauchen. Keine Ahnung. Gute Frage. So, mal die Saplings, die können doch auch weg. Die brauchen wir nicht. Green Grove Fiber, der kann hier rein. Cape auch erstmal. Die harte Monsterplate ist drüben in dem großen Dings. So. Ach süß, ich habe sogar noch zwei Diamantspitzhacken. Ich dachte, hä? Habe ich die hingeworfen? Ach so. Ich habe mich gerade so gewundert, warum ich die im Inventar habe. Bring mich doch nicht so aus dem Konzept hier. Das geht doch nicht. Gut, danke dir. Nö. Gerade nicht. Ist der Fan of Präsentiere. So, jetzt gucke ich einfach mal, ob ich hier noch irgendwas unterkriege. Weil das, was ich jetzt so im Inventar nicht mehr gebrauchen kann. Und will. Und möchte. Und habe. Was ist denn ein Coral Creep? The Coral Creep Fruits turns red. When cooked like a lobster. Cheap.
So, kriege ich hier noch irgendwas unter? Sklave, reiche mir die Banane. Ich habe gerade keine Zeit. So, das Wasser kann weg. Der Tempeldings kann weg. Oh, mir schläft schon wieder die rechte Hand ein. Alter. Hat meine Hand ja schon wieder so auf der Ecke lüscht. So, der kann weg. Und Matt kann weg. Die Ho kann noch bleiben. Ja, Leute. Ich habe gerade ein kleines Problem. Was denn? Ah, Gott sei Dank, meine Aufnahme läuft doch noch. Ich dachte gerade schon, die Aufnahme ist abgebrochen. Alter! Weil nämlich gerade meine Aufnahme-Frames, die waren oben links in der Ecke, die waren nicht mehr da. Alter, boah! Ich kriege wieder echt einen Kollaps. So. Gut, also ich wäre dann erstmal, würde ich sagen, so weit, ne? Okay. Dann würde ich sagen, runter, ne? Mir schwant Böses. Wie war das nochmal? Wir müssen noch. Also, irgendwas müssen wir noch machen. Der wollte uns doch irgendwas geben. Vielleicht müssen wir uns die erst craften. Denn. Das ist eine sehr gute Frage. Ah, jetzt weiß ich wo. Hä? Bei deinen, du gehst an deinem Computer hier vorne, wo du die Mission aussuchen kannst. Und dann soll er dir deine Techniken zeigen und dann bei Suit, da steht Radiation Protection. Ach hier, dieses Bouncy oder was? Ja, dieses Zell-Ding. Aha. Press F to generate a kinetic reversal field that reflects the ground. Plus 25 energy per second. Wie soll man denn das denn schaffen? Wieso? Du sollst sie rangehen und dann Quatsch, musst du einfach anziehen. Nee, ich habe gerade das falsche ausgewählt. Entschuldigung. protects the wearer from the deadly radiation found on certain planets, also supplies oxygen. Ja, dann musst du das an. Dann kannst du aber jetzt nicht mehr unter Wasser atmen. Sprich, wenn wir unter Wasser atmen möchten, müssen wir wieder das andere theoretisch anziehen. Naja, das kriegen wir ja hin. So. Klappt es jetzt? Ja. Sehr schön, ansonsten wäre ich gleich oben geblieben. Nur saurer Regen, geil. Ach nö. So, ich bin safe. Du stirbst gleich. Ich weiß. Habe ich gerade nicht reagiert, ist egal. So. Wie lange geht eigentlich die Folge? 23 Minuten. Okay. Boah, geil. Weißt du, was diese Bäume hier sind? Plant Fibers? Ja. Sehr schön. Nur ich müsste dann erstmal irgendwie gucken, um zu überleben. Einmal. Das? So geht's auch. Ernsthaft? Ja. Das hat's gebracht. Schön. Und halt Toxic Waste. Diesmal mache ich jetzt schon. Willst du oben landen? Dann grabe ich mich schon mal runter. Wenn du möchtest. Alles klar. Mal gucken, ob ich überlebe. Ja! Natürlich! Dreck in Säure oder Grüne. Ich bleibe doch bei dir oben. Oha. Sicher? Guck mal. Alter, willst du mich verarschen? Wir brauchen uns bald mal wieder Erde. Alter, schon wieder?
So kann ich keine. So geht das nicht. Erst vom Boden aus. Muss erst was vom Boden haben. Du hast ja keinen. Nichts im Hintergrund, deswegen. Ach so. Komm hier runter! Ey, das ist doch scheiße. Aber hier gibt's halt eventuell nur Uranium, deswegen. Alles eingesammelt. Komm, ich überlebe das! Hoffe ich. So. Also ich wäre dafür, dass es unser neuer Heimatplanet wird. Auf jeden Fall bin ich auch für. Will ich hier überhaupt runter? Ich kann es dir nicht genau sagen. Möchtest du es ausprobieren? Was ist das denn? Ja, natürlich. Ah, kannst abbauen. Das wird irgendwie immer mehr als weniger. Willst du mich verarschen? Glaubst du wirklich, dass wir auf so einem Planeten Uranium finden? Ja. Hast du das nachgeguckt? Nein, aber hört sich doch vom Namen her so logisch an. Ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben. Ich weiß nicht. Machst du gut, und nun? Ich will auch arbeiten, ja. Wart mal ab. Gut. Ich arbeite. Ja, ja, Mama. Gönn dir. Mama, habe ich eventuell noch was anderes, was ich zum Bauen bzw. zum Verplanen nehmen kann? Ein bisschen Sand. Ich hätte vorher mal nicht alles wegschmeißen sollen, ich Vollidiot. Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Ist ja egal. So, einmal hier nochmal eine Fackel setzen. Jetzt könnte man sich hier doch eigentlich nochmal runtergraben. Hätte ich mal nichts gesagt. So, aber jetzt aber, ne? Sie war so kacke, ey. Ich trau mich gar nicht irgendwie hier rüber zu... Bedingsen. Zu graben und so, weiß Bescheid, ne? Gut, dass du aber die Scheiße wegmachen kannst und dann weiter. Wir kommen hier unten nicht weiter, ne? Warte, nicht? Willst du das ausprobieren? Nein. Es hat keinen Zweck. Verarsche. Und dann regnet es doch die ganze Zeit. Komm, ich gehe hier drüben nochmal hin. Ich geh nochmal kurz hoch. Was ich nicht wüsste. Muss mich nochmal kurz in Sicherheit bringen. Von mir? Vor allem. Also vor allem von dir, ne? Vor dir und um dir und... Ach, was weiß ich. Ich baue uns eine Brücke. Ja, mach mal. Die Brücke der Liebe und der Hiebe. Was? Natürlich. So, erstmal hier wieder ein paar Bandagen herstellen. So, regnet's noch unten? Ja. Schön, ich bleibe oben. Ey, aber ohne Mist, wie soll man sich denn bei so einem Planeten runtergraben? Das geht doch gar nicht. Das ist eine gute Frage. Aber wie ich das hier gerade sehe, in der anderen Richtung ist ja auch nur die ganze Zeit diese grüne Suppe. Und
Irgendwie konnte ich da gerade nicht weiterbauen. Das ist sehr komisch. Wieso ging denn das da gar nicht? Muss ich leider mal nachgucken. Und bevor ich hier gleich wieder abnipple... Nein! Was denn? Ich bin in die Suppe reingefallen. Das ist schlecht. Wieder raus. Warum machst du sowas? Eine sehr gute Frage. Spoiler. Aber was spawnen ja auch Viecher. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss gleich noch mal irgendwie was zum Bauen besorgen. Oh ja. Ich hab nichts mehr. Außer Cobblestone. Ah, nicht sterben. Aber es ist der Tag. Das ist gut. What the fuck? Das heißt nichts. Also nicht das What the fuck, das ist Tag wird, meine ich. So. Oh, der Timer. Der pinkt die ganze Zeit. Dann ich sollte hier doch mal ein bisschen Dach bauen. Komm einfach zu mir. Nö, läuft ja bei mir, ne? So, bei mir läuft's auch. So richtig. Die Nase runter und so. Lecker. So, was haben wir denn hier? 3 Coral Creep Seeds? 3 Toxic Wastes? Ja. Sludge this toxic shouldn't go to waste? Und eine Toxic Lamp Blueprint. Ach du Scheiße. Ha, besiegt. Kleiner Nasenbär. Map. Jetzt kommt so ein Kackvogel an. Ich... Vielleicht sollte ich mich mal versuchen, hier runter zu graben, aber ob das klappt. Nächste Frage. Ich weiß es nicht. Oh, ich kann mich runterbauen. Da hast du was zum Unterbauen gefunden? Klingt zwar komisch, ist aber so. Wie hast du denn das geschafft? Bin kacken gegangen. Ach, wirklich? Mhm. Oder auch nicht. Er ist ja Bombe. Vielleicht habe ich Glück und habe ja auch mal eine Stelle gefunden, wo ich mich jetzt mal runtergraben könnte. Ich guck so überall nur diese fucking grüne Suppe. Komm, hier ratten, zweites Dach. Ach, ein zweites schon? Ja, also eigentlich das erste, aber ich muss ja schon das zweite Material anfangen. Ach so. Ich wollte aus fucking gerade entwickeln. Interessant. So, ich nehme übrigens die Plant Fibers noch mit, ne? Ja. Also ich wäre dem Planeten dankbar, wenn es aufhört. Hilfe, Hilfe! Oh Gott. Also manchmal... Was denn? Da tut er für nicht das, was ich möchte. Das ist schlecht. So, komm, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mich hier runtergraben könnte. Vielleicht. Vielleicht geht's ja. Vielleicht habe ich auch nicht so eine Stelle gefunden. Ist okay. Ich gucke mal, ob ich vielleicht hier drüben noch ein bisschen mehr Glück habe. Weiß man ja nicht. Es hat aufgehört zu regnen. Doch nicht. Ich höre den Regen noch. Oh Mensch. Alter, man kann sich hier nicht runtergraben. Irgendwo muss man das doch können. Das wäre ja so ein Planet einfach sinnlos. Ja, schön. Ich knall hier wieder runter. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. So, warte, jetzt muss ich erstmal wieder diese scheiß Dinger abbauen. Starbound. Deswegen heißt es ja Starbound. Ja.
Und hier ist ein Vogel. Hast du dich? Der Vogel, der kriegt jetzt eins aufs Dach. Mit 25 Pixel. Na toll. Ah, ja, Moment, ich müsste mal was gegen meine Gesundheit tun. Also für meine Gesundheit, nicht gegen. So, ich glaube, wir sollten dann aber trotzdem mal einen Schnitt machen, oder? Ja, wir sind schon über eine halbe Stunde. Ja, dann würde ich sagen, geht's dann gleich weiter mit der nächsten Folge, ne? Ja, ja. Alles klar. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüssi.